Hey Leute und willkommen zurück zu Rust. So, heute geht's weiter mit Schleifen. Letztes Mal hatten wir uns die Endlosschleife angeguckt und die While-Schleife. Dieses Mal schauen wir uns die For-Schleife an und im Prinzip ist es auch nicht arg viel anders. Nur, dass wir jetzt hier oben unsere Variable nicht mehr definieren müssen. Wir müssen hier nicht mehr sagen, okay, wir machen irgendwas mit der Zahl, sondern wir sagen hier tatsächlich, wir schreiben uns unsere Zahl einfach direkt in die Schleifendefinition rein. Das heißt, wir schreiben hier For-Zahl. So, und das erste Schlüsselwort, das habt ihr euch wahrscheinlich schon gedacht, das heißt nicht umsonst For-Schleife. Es ist eine Schleife, wie die While-Schleife auch, und es heißt am Anfang For. Dann definieren wir uns irgendeine Variable, die können wir nennen, wie wir wollen. Und dann sagen wir For-Zahl in, und hier kommt jetzt dann der Bereich rein, in dem es gültig ist. Also sowas wie 0 bis 42. So. Und was das jetzt hier macht, ist folgendes. Wir schauen uns das einfach mal an und bilden das und schauen uns mal an, was passiert. Wir gehen von der 0 ab, also dem ersten Element ganz links hier, gehen wir immer Schritt für Schritt 1 weiter in Richtung der 42. Aber Achtung, die 42 selber ist nicht mehr dabei. Das heißt, dieses Zahl in 0 bis 42 ist im Prinzip dasselbe, wie wenn wir schreiben würden, Zahl gleich 0. Und dann while Zahl kleiner 42 und hier rein kommt dann im Prinzip dasselbe, was hier auch schon steht. Das würde genau dasselbe verursachen. Halt, ich muss hier noch sagen, Zahl gleich Zahl plus 1. Und jetzt sind diese beiden hier komplett gleich, also abgesehen von dem Print, das ich jetzt hier nicht rüber kopiert habe. Das heißt, das hier ist einfach eine extrem kurze Schreibweise für das, das und das. Und deswegen ist es relativ beliebt, weil es einfach deutlich schneller geht und auch ein bisschen übersichtlicher ist. So, wir haben uns hier jetzt so eine Range definiert sozusagen. Also wir haben uns einen Zahlenbereich definiert, in dem die Zahl gültig ist. Und man kann mit der For-Schleife noch viel mehr machen. Es müssen nicht nur Zahlen sein, sondern es können ganz verschiedene Sachen sein. Es können komplette Mengen an Objekten sein, die man hier durchläuft. Und dann muss man hier halt irgendwas Aufzählbares reinpacken. Aber dazu zeige ich euch noch später mehr. Was man auf jeden Fall jetzt noch am Anfang gleich mal zeigen kann, ist, wir können hier mehr als eine Variable benutzen. Das heißt, wir sagen nicht nur Zahl, sondern wir sagen, meistens sagt man zu den Zählvariablen i und j. I für Iterator wahrscheinlich, also aus dem Englischen für Aufzähler. Und hier kann man jetzt direkt durch mehrere Zahlen auf einmal durchlaufen. Wir schauen uns jetzt einfach mal an, was da passiert. Und dann werdet ihr gleich verstehen, was da genau abgegangen ist. Und jetzt brauchen wir hier allerdings noch eine weitere Funktion, nämlich enumerate. So, Klammer, Klammer. Und was das jetzt hier macht, ist, wir listen eine Range auf für die Zahlen i und j. Und jetzt geben wir einfach mal an, i gleich das hier und j gleich das hier. So, und dann geben wir hier hinten i und j an und schauen uns mal an, was damit passiert ist. Das ist jetzt schon relativ kompliziert, was ich hier gemacht habe, aber ich glaube, ihr schafft das. Und was jetzt hier genau passiert ist, ist folgendes. Wir sagen, okay, wir hätten gerne, dass i und j zwischen 5 und 10 liegen. Okay. Also i und j in dieser 5 bis 10 enumerate. So, was jetzt hier rauskommt, ist i gleich 0. Also i fängt bei 0 an zu laufen und j fängt bei 5 an zu laufen. Das ist jetzt irgendwie leicht seltsam. Wie das zustande kommt, ist folgendes. Und zwar ist dieses i einfach immer der so und so vielte Zugriff auf dieses Teil hier. Und j ist die Zahl selbst, also das Element hier drin. Das heißt, ich kann hier noch unterscheiden, wie vielte Mal greife ich denn jetzt auf dieses Array zu oder auf diese Zahlauflistung hier und was für eine Zahl greife ich tatsächlich zu. Das heißt, J, also die hintere hier, ist, was hier drin steht und das vordere ist, dass wie oft habe ich drauf zugegriffen. Ich kann hier gerade noch ein anderes Beispiel geben. Fangen wir bei minus 5 an und laufen bis 50. Ja, das ist vielleicht ein bisschen viel. Laufen bis 5 und bilde das Ganze.
und führe es aus. So, und jetzt sehen wir hier, i fängt wieder genau bei 0 an. I fängt immer bei 0 an, also die linke Zahl, wenn ihr sie anders als i nennt, dann fängt halt einfach immer die linke Zahl immer bei 0 an, während die rechte Zahl, dieses j, fängt auf der linken Seite von diesem aufgezählten Zahlenstreifen an. Das müssen übrigens nicht nur Zahlen sein, auch hier kann man irgendwelche Sachen aufzählen und das zeige ich euch dann auch bei entsprechender Gelegenheit. Okay, also fassen wir nochmal zusammen. Mit Vorschleifen kann ich relativ praktisch und effizient in bestimmten aufzählbaren Bereichen iterieren. Okay. Ja, und ich glaube, das ist auch ein bisschen praktischer als diese While-Schleife, weil die While-Schleife, die war ein bisschen mehr Code und so ist es doch ein bisschen praktischer. Wie gesagt, am Anfang würde ich euch einfach empfehlen, schreibt euch hier ein i rein. Das ist auch das, wie man es normalerweise macht. Und dann schreibt einfach hier hin, von wo bis wo ihr laufen wollt. Wenn ich jetzt hier von 5 bis 10 gehe und das mal laufen lasse, dann kriege ich einen Illegal Character in Path, weil ich kein J mehr zur Verfügung habe, logischerweise. Aber wenn ich das denn beseitigt habe, dann sehe ich, dass ich bei 5 anfange zu laufen und nicht bei 0. Also ohne dieses Enumerate hinten dran brauchen wir hier nur eine Variable. Und ich glaube, das ist für Anfänger einfach am besten. Okay. So, das war es dann auch schon wieder zur Vorschleife. Nächstes Mal, wie breche ich aus einer Schleife verfrüht aus? Und ja, ich hoffe, es hat euch natürlich wieder mal gefallen. Und lasst einen Daumen hoch da und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.